Ja, meine lieben Damen und Herren, richtet bitte eure Fragezettel her. Die werden jetzt eingesammelt. Ich bedanke mich für euer Kommen, bedanke mich bei CryptoTV, bei OkiTalk fürs Übertragen und bei unseren Sprechern von hinten nach vorne, Joe Kreisel, Mr. Freeman Österreich. Dann bitte ich zu mir Franz Kurz, wo ist er denn? Der ist schon gegangen. Dann kommt der nächste Franz, der Franz Josef Neffe, bitte nach vorne kommen. Günther Piam, bitte. Zur Expertenrunde dazu bitte ich Paul Ettel. Und unseren Opener von heute. Ist schon 3 Stunden zurück, wo ist er? Der Herr Haunold, Andreas Haunold, bitte zu mir. Wenn er zurückklatschen, dann kommt er vorne dann in den Tee. Jawohl, danke schön. Welcome to freedom. Hey, hey, welcome to freedom. Wer es nicht weiß, das ist vom Joe, das Lied, der das erste Mal da ist. Ja, was war dann? Was war dann? Ja, dann war Büsen laut, denn Unity ist der Christiane. Und die Welt ist eine große Community, die Bären, hey, hey, welcome to freedom, all the truth, we don't need it. Love and respect, that's all. Über die Fragerunde. Hey, hey. Ja, genau. Danke für den Abend. So, wie machen wir das jetzt? Oh, das, da steht drauf, willst du den haben? Danke. Ja, früher hat man einen Witz machen können bei der D-Mark. Da waren 3 Städte drauf. Frankfurt, Nationalbank, Dresden, Mainz. Aber heute geht das nicht mehr. So, bitte, das ist wahrscheinlich der Hinweis, ihr dürft auch Spenden da reinwerfen. Jeder Euro ist eine Unterstützung und Hilfe für das, was die Isabella und die Doris, nein, vor allem schon nicht. Silvia, warum sage ich mal Doris zu dir? Ich habe also keine Spuse, die Doris heißt, nur so, ne? Und auch kein anders, ich habe eine ganz liebe Frau daheim. So, wir haben ein paar Fragen vorbereitet. Magst du die vielleicht lesen? Lieber was, wenn es du liest, weil ich kann es gar nicht lesen. Oh, ich bin aber im Lesen nur schlechter wie im Reden. Warte mal. Aha, was habe ich für Möglichkeiten mit der Ausbildung in der Friedensakademie? Herr Ettel. Mit der Ausbildung in der Friedensakademie, habe ich gesagt, lernt man einfach Tools, mit denen man dann in der Gesellschaft was tun kann. In den Familien, zwischen Religionen, in der Wirtschaft und so weiter. Das heißt, man kriegt eine allgemeine Grundausbildung in all diesen Fähigkeiten, Techniken und hat damit, wenn man dann zum Beispiel einen Beruf als Sozialarbeiter anstrebt, eine Anstellung anstrebt irgendwo in einem Bereich, wo es um die Gesellschaft geht, auf jeden Fall die Möglichkeit, das nachzuweisen, was man da eigentlich gelernt hat und nachzuweisen, dass man hier sich ausgebildet dafür konkret interessiert hat. Soweit einmal mit dem ersten Zertifikat, das wir jetzt bilden. Das Zertifikat zu erreichen dauert 3 bis 5 Jahre. Wir hoffen, dass wir bis dorthin so weit sind, dass wir das Ganze dann zu dem Diplomlehrgang erweitert haben und das Ziel ist, das zu einem Masterstudium zu entwickeln. Ist aber jetzt nicht möglich, kann ich jetzt nicht versprechen. Aber wie gesagt, das Zertifikat ist einmal
drei bis fünf Jahre und dann sehen wir weiter, was da sozusagen an weiteren öffentlichen Zertifikaten noch möglich sind. Ja, ich kann also einiges nicht gescheit lesen. Herkunftswörterbuch, also sieben welches? Sprach. Das Herkunftswörterbuch von dir. Biologisches Wörterbuch. Ja. Ja. Sprachforschung, wie geht man die da. Warte, ich kann ganz greifend schreiben, vielleicht kann ich es auch lesen. Ja, das wär's. Wie geht man die Sache an, Namen, Silben etc. und so weiter. Also welches Herkunftswörterbuch gibt es? Oder was ist denn das? Also ich weiß gar nicht, es wird wahrscheinlich mehrere geben. Bei mir steht einfach der Dudenbaum 7. Ist nicht unbedingt die Endlösung, aber man kann schon mal anfangen damit. Ja, also Etymologie steht dann außen drauf, aber man kann auch Herkunftswörterbuch dazu sagen. Ich möchte kurz ergänzend dazu sagen, natürlich etymologisches Wörterbuch, also im Internet macht man eingeben Ety und da kommt das schon als Vorschlag, Ety eingeben, das ist das erste auf Google. Aber wer es ein bisschen spiritueller angehen mag oder bereit ist dafür oder sehen kann, dem sei folgende Perspektive vorgeschlagen. Wir sind das stehende I, die Wirbelsäule in der Mitte, das I. Und rundherum gibt es vier Möglichkeiten, vier rechte Winkel, die klingen, vier Farben. A, E, O, U. Rund ums I. Und aus dem außer kann man, jedes Wort hat, zum Beispiel ich heiße Johannes. Johannes, das sind vier Vokale. I, O, A, E. Hintereinander. I, O, A, E. Und dazwischen ist ein H oder ein N. Und ein S am Schluss. Also mein Name ist ein Vorab. I, O, A, E. Hintereinander und dazwischen tanzen ein paar Konsonanten. Und das macht es. Es ist nicht die Herkunft vom Wort. Es ist die Farbe, die da liegt, plus die Konsonanten, die da drauf tanzen, die machen die Bedeutung von unseren Silben aus. Und das kann man sagen, das sind Winkelverschiebungen klingenden Lichts. Das ist Silben und Sprache. Da wo Sternzeichen das eine tun, dann die Winkel auf der klingenden Ebene genau das gleiche. Rund um uns haben wir 360 Grad, die 360 Möglichkeiten uns zu sagen, und da passiert auch Sprache. Ist das gut für mich? Ist das schlecht für mich? Ist es konstruktiv, negativ? Durchs I kommt von außen, geht's weg, man ist Liebe oder Schatten oder Licht oder nicht. So reden wir. Und daraus ist dann natürlich auch etymologisch nachweisbar, was das immer schon geheißen hat, seit der Mensch Sprache spricht. Aber dahinter braucht es keine Bücher. Es sind nur klingende Winkel aus Licht. Yeah. Und wenn du richtig beherrschst, dann kommst du auf 11 Minuten nur her. Selbst in der Rush-Hour, weil alle Ampeln grün sind. So, dann haben wir eine Frage, wer druckt und kontrolliert die neuen Scheine? Und das dürfte an den Andreas gestellt werden. Das ist eine gute Frage, auf die war ich jetzt gar nicht vorbereitet. Wer druckt und kontrolliert die neuen Scheine? Das ist ja so, dass diese Geldschöpfung basiert auf Leistung. Immer wenn jemand eine Leistung erbringt, wird Geld geschöpft, zum Unterschied zu unserem herkömmlichen Kreditsystem. Also wir schöpfen letztlich selber und der Verein quasi kontrolliert das Ganze im Prinzip sozusagen. Jetzt sehe ich gerade an Franz, habe ich voll übersehen. Das ist eine Ergänzung dazu. So schaut der Schein wirklich aus. Der hat schon einige Sicherheitsmerkmale. Ja, unter anderem so blitzendes Ding so raus, also man kann es nicht einfach probieren, man kann es nicht einfach nachmachen, da ist schon was überlegt worden. Und auch die Entwicklung geht weiter. Seit einigen Wochen gibt es auch Fremdgeld oder internationales Geld, das heißt, es gibt dieses Wir gemeinsam ist eigentlich eine oberösterreichische Erfindung, die gehört von Oberösterreich Salzburg daher Niederösterreich hauptsächlich sich entwickelt hat. Es gibt aber ähnliche Tauschsysteme in anderen Regionen, Deutschland, Österreich, Schweiz auch, die haben ihre eigenen Scheine. Was jetzt entstanden ist vor kurzem, ist, dass es überregionale Scheine gibt, dass man wirklich mit den Scheinen, diesen überregionalen Scheinen, auch in Schweiz zahlen kann oder auch in Niederösterreich zahlen kann, auch in Salzburg zahlen kann. Genau.
Also da ist wirklich noch viel Entwicklung drin und so schauen die Scheine momentan aus. Auch mit dem Salzburger Talente-Tauschkreis. Also in Salzburg gibt es einen Talente-Tauschkreis und wir sind ja auf Kooperation und nicht auf Konkurrenz. In Salzburg in der Stadt gibt es einen Talente-Tauschkreis, habe ich zuerst vergessen. Und mit dem kann man auch tauschen, mit diesen internationalen Scheinen. Und dieser Schein hat außerdem eine Zeitschiene, wo er quasi immer neu bewertet werden muss, sonst wird er entwertet oder verliert an Wert. Zum Unterschied vom herkömmlichen Geldsystem macht es keinen Sinn, wenn man den wartet, sondern dass er in Umlauf bleibt. Dankeschön. Dann haben wir nochmal eine an die Friedensakademie, und zwar Zertifizierung. Wofür? Ja, das ist fast die gleiche Frage wie vorher, da hätte ich die gleiche Antwort. Wie gesagt, das ist jetzt einfach mal ein Lehrgang, der mit dem Zertifikat abschließt. Das Zertifikat kann einmal eine Basis sein für ein Diplom. Was ich vorhin noch vergessen habe, was aber ganz wichtig ist, ist ein innerer Aspekt, ein spiritueller Aspekt. Ich bin einfach der Meinung, dass wir in einer Zeit leben, wo die Menschen immer mehr Frieden wollen, immer mehr Frieden wünschen. Und wo sie immer mehr auch suchen nach Leuten, die in der Lage sind, Frieden zu bringen. Und wenn jemand einen Lehrgang in der Friedensakademie gemacht hat, dann weiß er sich als Mensch aus, der sich darum bemüht hat, der das gelernt hat, der Techniken gelernt hat und der in der Lage ist, Frieden zu bringen. Wir sagen im Lehrgang für Friedensarbeiter. Ja, also ich hoffe, dass wir das jetzt richtig lesen. Dankeschön für die Antwort. Freeman, wo? Also ich verstehe es so, Freeman, aber was tut man, wenn man schon Haus und Grund hat? Was tut man dann? Wie wird man dann Freeman? Es ist einfach Wissen. Das ist schon mal das Allerwichtigste, dass man es zumindest weiß. Wie dann der Einzelne mit dem umgeht, mit dem Wissen, ist nicht mehr mein Problem. Ich hilft zwar gern beim Nachdenken, aber das sind Fragen, ja, ich weiß, ich kenne die Fragen. Lasst uns Antwort finden. Das Problem ist ja das Grundstück. Grund ist nicht normal für den Menschen. Der Mensch ist ein Landlebewesen und geht mit seinen Füßen normal auf Boden. Wir gründen unsere Firmen, wir haben Grundstücke mit so einer Grundsteuer, wir haben Grundrechte, Staatsgrundgesetz, grundlegende irgendwelche. Das ist alles verkehrt für uns. Wir brauchen Boden unter die Füße. Wir sollten unsere Firmen böden, nicht gründen. Und daher ist ja die Frage, was tun wir mit dem Grundstück? Ja, das war früher. Früher, das ist der Grund, da hängt der. Der Grund gehört der katholischen Kirche auf dem Planeten, liebe Leute. Da, Jesus. Geht zum Pfarrer und fragt, was mit dem Grundstück machen soll, ob sie es rauskriegt. Nicht zu mir. Das ist leider so. Das ist leider so. Der Grund gehört der katholischen Kirche. Wir haben Boden unter die Füße und daher ist das Haus- und Grundstück, Grundbuch, das gehört da außer, das stimmt. Und wie das geht, wissen wir noch nicht, aber wir werden das schaffen. Darf ich da vielleicht auch noch ganz kurz was sagen? Also, aus meiner Sicht, Freeman wird man nicht, weil man wiederum im Außen das regelt. Das ist dann die Folge davon. Freeman ist Entscheidung aus meiner Sicht und eine Haltung und ein Bewusstsein. Dort fängt Freeman an. Die meisten nutzen Freeman oder solche Dinge. Meine, da gibt es ja mehrere Sachen und ich kenne ihn schon gut. Er macht es aus einem Bewusstsein, aus einer Haltung aus und nicht aus einem Fluchtgedanken. Wenn ich aus Angst Freeman gehe, weil ich von bestehenden System flüchten will, dann ist das der falsche Weg. Da bist du nicht frei, da bist du in der Opferhaltung. Freeman ist Gestalterhaltung und nicht Opferhaltung. Und das ist, glaube ich, der Kernunterschied überhaupt. Und das mit dem System, das löst sich dann Schritt für Schritt. Ja, das war es eigentlich mit den Fragen. Dankeschön an alle. Dann haben wir noch eine Bemerkung. Jemand hat geschrieben, Berufung hat nichts mit Beruf zu tun. Alles, was ich gerne und mit Liebe tue, gehört zu mir und führt zur Berufung. Schöner Abschluss bitte, oder? Schöner Abschluss. Ja. Ganz, ganz, ganz herzlich bei allen bedanken, die heute Zeit gehabt haben, herzukommen. Ganz besonders bei unseren Sprechern, die auf sich nehmen, immer um uns ein bisschen informieren zu können. Beim Team natürlich, wie immer,
die Technik, wie das immer zustande kommt. Danke an den Roman, danke an OkiTalk, dass wir halt live übertragen werden. Wer den Abend vielleicht noch einmal Revue passieren lassen möchte, also einfach www.okitalk.com. Da kann man alles noch einmal nachhören. Ja, jetzt haben wir soweit. Am 26. Januar haben wir unsere nächste Montagsinfo. Ihr kriegt dann die Einladungen alle noch geschickt. Habe ich am Anfang schon mal erwähnt, wir werden wieder in den Bereich Bildung gehen, weil das ist nun mal das wichtigste Thema. Und dann schauen wir einfach, wie es weitergeht. Wer die Einladungen haben möchte, sich noch nicht eingetragen hat, kann das gerne noch in der Liste machen. Herzlichen Dank an alle, einen schönen Abend, kommt's gut heim.